Obwohl, nee, das war gar nicht in Naschkel, ne? Das war in Beregost. Ups. Denn war es ja doch gut, dass wir den Zwischenfall hatten, sonst wären wir einmal ganz runtergelaufen, um dann wieder hochzurennen. So, und das war nicht in der Taverne, nicht in der Taverne, sondern da, beim Windigen Schwindler. Da zeitraffer ich mich doch mal hin. Bis gleich. So, Kommandantin, wir haben hier ein paar Köpfe und Panzer abzugeben, wenn du sie denn haben willst. Ich sehe schon, dass ihr fleißig wart. Also weiter so. Je mehr Räuberskalpe ich bekomme, desto reicher werdet ihr. Wir wollten eigentlich nicht die Skalps verkaufen. Also natürlich auch, aber wie wäre das mit Lindwurmköpfen? 1000 Goldmünzen. Aber sie hat nichts gesagt von einer Belohnung. Den Angriffspanzer nimmt sie nicht. Na gut, beim Händler haben wir nicht so viel dafür bekommen, ne? Kann ich mich jetzt gar nicht so sehr daran erinnern. Aber 1000 Goldmünzen ist ordentlich. Ich denke mal, dass ein Händler dafür mehr bezahlt. Na gut, geben wir die ab. Und den Ankeckpanzer. Was können wir damit anstellen? Da stand nur, das ist der Panzer eines Ankecks, oder? Bum, 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 bum. Chitin ist äußerst hart und dabei doch sehr leicht. Größe, Gewicht und Härte des Panzers machen dieses zu einem vielgesuchten Material. Es können daraus zum Beispiel Rüstungen gefertigt werden. Okay, also es ist keine Trophäe, sondern ein Handelsgut. Ein Rohstoff. Aber wenn er sagt, dass man Rüstung daraus machen kann, dann gehen wir nochmal zu einem Schmied. Und zwar, da war einer. Das wäre der professionelle Schmied mit dem Schienensystem. Wenn einer das machen kann, dann er oder einer in Baldurs Tor. Obwohl, da haben wir noch keinen richtig guten Schmied gesehen, oder? Nur den Magierladen und ein paar kleinere Händler. Aber keinen Groß, Unternehmerschmied wie der hier. Also hoffen wir mal das Beste. Du da, hallo. Hübsches Zeug, was ihr da habt. Gutes Material. Ankeck, wenn ich mich nicht irre. Ah ja, schön. Ist er der Richtige. Habe so etwas lange nicht mehr gesehen. Aber wenn ich mich recht erinnere, kann man sich daraus eine schöne Rüstung machen. Und wenn man es geschickt anstellt, ist es genauso gut wie echte Panzerplatten. Und dafür nur halb so schwer. Das ist schon mal praktisch. Solltet ihr euch davon trennen wollen, würde ich 500 Goldmünzen springen lassen. Mehr ist bei der momentanen Geschäftslage nicht drin. Wir haben alle unter der Eisenknappheit zu leiden. Ja, nee, Gold brauchen wir nicht. Wir wollen lieber die Rüstung haben. Nee, das ist verkaufen. Das ist, wir wollen mehr Gold. Und das ist, wir wollen es nicht verkaufen. Aber ich will es schmieden lassen, irgendwas da draus. Ich habe kein Interesse, es jetzt zu verkaufen. Wenn ich es täte, dann natürlich an euch. Ah, okay. Was für eine Schande. Das würde ziemlich was einbringen, wenn man es verarbeitet. Wie wäre es damit? Für 4000 Goldmünzen mache ich euch einen Harnisch daraus. Das ist die Hälfte von dem, was ich normalerweise für eine solche ausgefallene Arbeit verlange. Aber wie gesagt, das Geschäft geht zurzeit nicht so gut. Der kann durch einen Auftrag 4000 Goldmünzen einnehmen. Und dann jammert er rum, dass er nicht genug Umsatz hat. Na gut. Ein anständiger Preis für das Werk von Theoron Donnerhammer, schmeicheln wir ihm noch ein bisschen. 4000 Goldmünzen sind's. Ein weiser Entschluss. Die Verarbeitung wird eine ganze Weile dauern, aber in Kürze wird die schönste Rüstung von ganz Beregost. Wird's die schönste Rüstung von ganz Beregost. Wenn nicht sogar der ganzen Schwertküste. Wir haben schon eine Rüstung davon. Die haben wir in einem Feld gefunden. Aber gut, das sagen wir ihm jetzt besser nicht. Kommt in einem 10. Tag wieder und ihr könnt sie abholen. Ja. Hat uns alles abgenommen und gesagt, kommt mal in einer Woche wieder. Ja, aber wir werden ihm wohl vertrauen können. Trotzdem ist das ein bisschen komisch. Also 10 Tage. Na gut, wir haben noch eine Menge anderes zu tun. Kannst du noch identifizieren? Ja, das kann auch weg.
Was haben wir hier? Schutzform gegen Untote. Ah, Fluch der Dummheit kann auch weg. Schutzform gegen Feuer. Na gut. Das war das Amulett für den Jungen, ne? Schutzamulett plus 1. Ja, da müssen wir dran denken, dass wir es nicht aus Versehen verkaufen. So. Na gut, dann gehen wir nochmal kurz rein. Und verkaufen die Sachen, die wir noch dabei haben. Und dann könnten wir eigentlich schon wieder zurück nach Baldur's Tor. Ich bin noch nicht fertig. Es kann noch 1 bis 2 Tage dauern. Hab Geduld. Ich wollte verkaufen, genau. So, weg, weg. Weg, weg. Und weg. Den verfluchten Ring will er nicht haben. Komisch. So, das kann auch weg. Das auch. Oh. Naja, ist alles nur Kleinkram. So, da waren noch 2 Ruben. Und ein Dolch. Plus 1, Widerstand gegen Kälte und Feuerschutzrobe. Ja, das ist noch von den 4 Magiern, die uns angegriffen hatten, oben in dem Magierladen. So, weg, weg, weg. Und schon sind wir bei den 10.000 Goldmünzen. Ja, momentan scheint Gold nun wirklich nicht unser Problem zu sein. Auch wenn wir ziemlich hohe Ausgaben haben. Jetzt die 4.000 Gold für den Plattenpanzer, die 2.000 Goldmünzen für die Leiche des Jungen. So läppert sich das, ne? Oh, und die 8.000 oder was das waren für die Magierrobe von ihr. Und die 8.000 für den Rüstung von ihr. Aber ja, momentan steht's gut. Wir haben genug Gold, wir haben gute Ausrüstung. Dann machen wir mal weiter mit der Hauptquest. Also, wir sind jetzt einfach kurz nach runter nach Beregost gelaufen, um die Sachen abzugeben und die Rüstung anfertigen zu lassen. Und jetzt tappern wir gleich wieder zurück nach Baldur's Tor. Im Südwesten der Stadt sollte das Lager sein. Kein Überfall, das ist schon mal gut. Hoffen wir mal, dass wenigstens das Lager ausgeschildert ist. Weil jetzt mit Immun hier wieder jedes Haus durchzugehen. Ich meine, es ist profitabel, das stimmt schon, aber nicht so ganz das, was ich im Sinn hatte. Ich laufe einfach mit Gerugon erstmal vor, der kann schneller laufen. Gemeinschaft der 7 Sonnen. Das war einfacher, als ich gedacht hätte. Jetzt hoffen wir nur mal, dass ich da nicht einbrechen muss. Och nö, nicht jetzt, Immun. Wir sind gerade davor. Speichern wir kurz ab und tappern wir einfach so rein. Vielleicht können wir uns da ein bisschen so umhören. Das kann ich für euch tun. Wir wollten euch zu euren letzten geschäftlichen Entscheidungen ein paar Fragen stellen. Manche Leute halten dies für sehr fragwürdig. Ja, nee. Wir wollen eine Führung. Leider kann ich euch keinen eurer Wünsche gewähren. Wir haben nur um einen gebeten. Ich bitte euch daher zu gehen. Naja, er scheint recht stur zu sein, also sagen wir mal, na gut. Dann suchen wir irgendjemand anderen, der uns unsere Fragen beantwortet. Wartet. Ihr solltet so schnell wie möglich raus hier. Alle hier benehmen sich in letzter Zeit so komisch. Ich habe gesehen, wie einige der anderen Kaufleute andere Gesichter annahmen, als sie dachten. Ich würde gerade nicht hinsehen. Andere Gesichter? Ja, da habt ihr ganz richtig gehört. Sie nahmen andere Gesichter an. Irgendwelche Gestaltwandler haben sich in die 7 Sonnen eingeschlichen. An eurer Stelle würde ich mich davon machen, solange ihr noch könnt. Gestaltwandler. Wollen wir denn gleich zum Kommandanten zurück? Ich meine, wir haben jetzt einen Augenzeugenbericht, aber ich denke mal nicht, dass er damit zufrieden sein wird. Machen wir nochmal Böses entdecken und gucken, ob die beiden vielleicht Gestaltwandler sind. Nee. Na gut, dann schauen wir uns hier mal weiter um. Na
Aufzuhalten scheint uns ja keiner. Jetzt, wo der andere weg ist. Ja, wir können jetzt keine Pause einlegen. So, was ist mit dir? Nö, auch nicht. Der ist ja auch nur paranoid gewesen. Im Mohn, hast du hier irgendwas rumliegen sehen? Nee, ne? Sprechen wir mal einen von denen an. Ihr seid also hier, um die sieben Sonnen zu besuchen. Ich kenne jetzt zwar euer Gesicht, aber nicht euren Namen. Wir sind Gerugons Gruppe, weiß aber nicht wirklich, warum euch das interessieren sollte. In der Tat, wie interessant. Und was ist mit den Leuten, die ihr da bei euch habt? Kennen sie euch gut? Das ist irgendwie eine komische Frage. Ich habe nicht vor, meine Seele vor einem Händler auszuschütten. Wenn ihr Ruhe und Frieden wünscht, dann verlangen wir dasselbe von euch. Lasst uns in Ruhe. Der ist komisch. Was mit dir? Ja, hier ist nichts für dich. Alles Gleiche. Okay, wir sind wieder Gerungons Gruppe, aber jetzt sagen wir mal was anderes. Wir sind alle Abenteurer. Unsere Herzen sind sich näher gekommen durch die Enge der Straßen. Also ich hoffe, er meint dadurch so Freundschaft. Wie schade. Wie schade. Die sind hier alle komisch. Und runter geht's auch nicht. Da geht's raus, denke ich mal. Oder in den Keller? Gucken wir einfach mal. Wow. Werden direkt angegriffen. Na komm, Hinz, jetzt kannst du dein Schwert mal benutzen. Das war irgendwie 3 Schaden extra gegen Doppelgänger. War komisch, dass der keine Gestalt angenommen hatte, sondern so komisch rumgelaufen ist. Aber gut, wer bist du? Das könnt ihr euch abschmecken. Von mir kriegt ihr kein Sterbenswörtchen zu hören. Nicht mal einen Schmerzensschrei. Wir sind nicht die Gestaltwandler, von denen ihr redet. Wir sind Freunde. Ska hat uns ausgesandt, um nachzusehen, was hier bei den sieben Sonnen passiert. Wer seid ihr? Ihr kennt Ska? Ich bin Yasuo, ein Freund von ihm und Inhaber der sieben Sonnen. Ja, da ist aber ganz schön was passiert mit deinem Laden. Ihr müsst mir helfen, hier rauszukommen. Gut, dass wir euch gefunden haben. Nun können wir herausfinden, was hier vorgefallen ist. Könnt ihr uns erzählen, was passiert ist, bevor wir euch wegbringen? Diese Wesen, die Gestaltwandler, haben vor einigen Monaten begonnen, die sieben Sonnen zu unterwandern. Wahrscheinlich haben sie mit einigen weniger wichtigen Angehörigen meiner Gemeinschaft angefangen. Schließlich nahmen sie auch mich gefangen und ihr Anführer nahm mein Gesicht an. Sie haben mich am Leben erhalten, denn nur ich konnte ihnen die benötigten Informationen liefern. Durch die Folter haben sie mich gezwungen, mein Wissen preiszugeben. Ihre Absichten kenne ich nicht. Meine Gemeinschaft haben sie jedenfalls sehr schlecht geführt. Deswegen ist sie auch aufgefallen und der Kommandant hat uns geschickt. Ihr sollt alle reich entlohnt werden dafür, dass ihr mich gerettet habt. Ska wird euch die Belohnung bei eurer nächsten Begegnung mit ihm übergeben. Ich muss jetzt gehen, da noch viele von dem wiedergutzumachen ist, was diese Monster angerichtet haben. Ich nehme an, ihr habt euch um die Monster da oben gekümmert. Doch den Gestank werden wir wohl noch wochenlang ertragen müssen. Haben wir eigentlich nicht. Aber das machen wir gleich. Schauen wir uns nochmal kurz hier unten um. Okay, er war eingesperrt in einem Raum mit Waffen drin. Auch komisch. Aber gut. Immerhin, du gehst mal vor. Hier werden bestimmt noch Kisten sein, die aufgeschlossen werden müssen. Na komm, macht Platz für immerhin unseren Meisterdieb. Dieben. Wie auch immer. Ja, wusste ich's doch. Ah, Glitzer, Glitzer. Und da unten. Auch abgeschlossen. Ah, das lohnt sich doch. Ah, niemand drin. Niemand drin. Okay, also haben sie wohl nur ihn gefangen genommen. Und der Rest ist wohl umgebracht worden.
So, Gerion geht mal zuerst hoch, falls die anderen jetzt alle angreifen. Lass uns alleine, ja? Hier ist nichts für dich. Na gut, wir sind wieder Gerions Gruppe. Aber diesmal sind wir bloß Fremde. Ich habe von Einzelgängern wie euch geträumt und bin dabei stets mit knurrendem Magen aufgewacht. Ich bitte euch, sagt mir, was an meiner gewöhnlichen Gestalt einen Händler und seinen vielen Geldbeuteln ins Träumen bringen sollte. Kommt, meine Brüder, man scheint uns ein Festmahl bereit zu haben. Lasst uns essen, bevor es kalt wird. Also nur durch die richtige Dialogkombination haben die sich jetzt dazu entschlossen anzugreifen. Aber was soll's. Und auch komisch, dass das böses Entdecken nichts bewirkt hat. So, alle rauf da. Wir müssen hier jetzt ein bisschen aufräumen. Aber wirklich bedrohlich sind die ja nicht. Nur halt gefährlich, weil sie alles unterwandern können. So, eine Etage höher waren auch noch welche. Gerugon wieder vor. Naja, wenigstens muss ich da nicht schon widersprechen. Das hätten sie auch ein bisschen besser lösen können. Also, dass die gleich angreifen, sobald man den NPC unten befreit. So, hier war noch einer. Ja. Was sagt er eigentlich? Stirb 2? Na komm. Alle rein. Und angreifen. Dabei hatten die bisher auch nichts, ne? Also keine Dokumente oder dergleichen. Nö, nix. Na gut, dann gehen wir mal zurück zum Kommandanten Scar und schauen, was er zu sagen hat. Weil einen weiteren Hinweis über den Eisenthron könnten wir jetzt gut gebrauchen. Einfach da reinzulaufen wäre ein bisschen zu dreist, hm? Seid gegrüßt. Ihr da, bevor ihr jetzt noch mehr Schaden anrichtet, muss ich darauf bestehen, dass ihr eine Anhörung bei Scar ersucht, wenn dies nicht bereits geschehen ist. Ja, da wollten wir sowieso hin. Ich werde mit ihm sprechen, wenn er das wünscht. Wo ist er? Ihr solltet im eigenen Interesse die Genehmigung der flammenden Faust einholen. Das haben wir eigentlich schon. Deswegen sind wir überhaupt hier. Scar erwartet euch im Hauptquartier in der flammenden Faust im Südwesten der Stadt. Okay, wir sind im Südwesten der Stadt. Nur wo ist das Hauptquartier? Das hättest du uns mal sagen sollen. Ach so. Na gut, speichern wir mal kurz ab. LP 58.